Hallo, grüß euch und ein herzliches Servus von mir. Ich bin der Luca und heute zeige ich euch dieses Riesending hier. Ihr habt es ja gesehen schon, wenn ihr ein paar meiner Videos schon geschaut habt. Er stand meistens hier hinten. Jetzt habe ich ihn mal nach vorn geholt und ich habe mir gedacht, das Riesending, das kann ich euch einfach nicht vorenthalten, das muss ich euch zeigen. Ihr habt es auch schon gemerkt, die Kameraeinstellung. Also ich habe diesmal die Kamera etwas weiter nach oben gerichtet. Ich habe das Gefühl, ich kriege das ganze Ding trotzdem nie im Leben auf einem Bildschirm. Deshalb mal schauen. Womit beginne ich? Womit beginne ich jetzt am besten? Ich glaube, ich sage euch einfach mal die harten Facts. Das hier ist die 42082. Wir liegen bei knapp 4000 Teilen. Als es auf den Markt kam, war es das größte Lego-Technik-Modell aller Zeiten. Wurde ja bisher vom Liebherr, dem 42100, abgelöst. Und ja, ich glaube, das war so zum Einstieg, also zum Aufwärmen. Ein paar Hard Facts. Ich messe das Teil. Soll ich jetzt schon ausmessen? Ich glaube, ich messe es mal jetzt aus, wie es im Ruhezustand ist. Dann schauen wir mal, auf welche Länge wir dann kommen. So, allein das Chassis hat hier hinten mit dem Reifen bis ganz nach vorn. Ja, 49, 50 Zentimeter, 49, 49 Zentimeter, 49,5, 50, sowas um den Dreh rum. Bei der Breite liegen wir hier Ausleger zu Ausleger, respektive Spiegel zu Spiegel bei 22 Zentimetern. Und hoch ist das gute Stück hier 25, hier im Moment 28, gesamte Länge so über alles im Moment. Obwohl das Ding noch gar nicht ausgefallen ist, liegen wir hier schon bei fast 80 Zentimetern. Wie gesagt, ein Riesenklopper. Riesiges, riesiges, gewaltiges Ding. Ich versuche es mal hier auf die Seite zu stellen. Es wird jetzt sicher aus dem Bereich der Kamera verschwinden, zu einem gewissen Teil. Aber ihr seht es ja auch gleich wieder. Ich zeige euch nur zuerst kurz. Die Box. So, jetzt bin ich weg. Man kann das Ganze auch noch aufklappen. Laut der Verpackung hier wird das Ding, seht ihr es überhaupt noch, 1 Meter groß. Wir messen das nach. Ich will wissen, ob das stimmt. Ich habe es, glaube ich, bis jetzt noch nie ausgemessen. So, das kommt mal weg in der Box. Habe ich euch die Rückseite gezeigt? Die Rückseite. Oh Gott, das hat ja noch ein B-Modell. Technikmodelle haben B-Modelle, meistens jedenfalls. Das ist hier so ein mobiler Freifallhammer. Das Chassis bleibt bei dem gleich, nur der Aufbau ändert sich. Die Funktionen hier zeige ich euch, sind nicht wenige. Für 230 Euro ist das definitiv der Preis-Leistungs-Sieger mit Angeboten. Ich habe ihn für 150 sowas geschossen. Ich habe ihn schon drunter gesehen für 140, also 140 mitnehmen. Froh sein, dass man ihn hat. Super Teil. Innen drin ist übrigens nochmals so ein Karton. Und was liegt denn hier noch? Hier liegt noch was. Ja, das sind die Teile, die übrig geblieben sind. Bei mir jetzt. Die Standard kleinen Technikteile. Ich komme zu den Anleitungen. Und ihr habt richtig gehört, zu den Anleitungen sind nämlich zwei. Erinnerungen werden wach an die Anleitungen des Bugatti. Das Ding ist ein Mörderschinken. Wirklich ein Riesenteil. Zwei einzelne Anleitungen. Eins, zwei. Ich fange mal mit der 1er Anleitung an. Man fängt ja meistens am Anfang an. Stickerbogen mit massig Stickern. Wie viel haben wir hier? Ich sehe 46. 46, glaube ich, das höchste, was ich hier gerade sehe. 46 Aufkleber. Ich habe nicht alle drauf gemacht, wie ihr seht. Vor allem die Spiegel. Ich weiß nicht, da gefällt mir das Schwarze doch deutlich besser. Es glänzt ja auch sowieso, die schwarzen Teile glänzen auch. Ich nehme hier mal den Spiegel ab. Also, ich weiß nicht, wie gut ihr es sehen könnt. Ich drehe es mal etwas im Licht. Aber das Ding glänzt. Für meinen Geschmack glänzt das Ding allein schon genug. Da brauche ich keinen Aufkleber mehr drauf. Das gleiche gilt hier für die Aufkleber. Das soll so Drittmuster sein. Es wird hier überall raufkommen. Brauche ich auch nicht. Das wird hier oben über das, seht ihr es? Ich drehe es mal kurz.
wird hier über diese Paneele gehen mit dieser Versenkung drinnen. Und das hat mir auch nicht gefallen, ich habe es gelassen. Warnschilder habe ich ein paar angebracht, nicht alle. Und die Teile hier gehören auf das Häuschen, weil hier ist auch ein Haus dabei und mir fällt gerade auf, dass ich das Haus nicht da habe. Es ist die Geschichte hier mit den Paneelen. Es sind coole Sachen dabei. Ich kann es euch jetzt hier nur in der Anleitung zeigen. Mir fällt nämlich wirklich gerade 7 Teils ein, dass das Ding bei mir oben der Rest in der Vitrine steht. Aber ich zeige euch mal, wie das gemeint ist. Soll dann so aussehen. Sind ein paar coole Paneele dabei. Es hält auch im Gesamten recht gut. Man kann hier dann einen Haken einhaken. Es passt, soll so ein Baugerüst, Wohnhaus beginnen, was auch immer darstellen. Ich komme noch mal zur ersten Anleitung. Hinweise für die Batterie. Hinweise fürs Bauen. Und hier haben wir dann schon die Bauschritte. Insgesamt sind es 12 Bauschritte. 13, mit dem Haus sind es 13, mit dem Haus sind es 13 Bauschritte. Hier kommen wir bis Bauschritt, was ist das? Anleitung 1. Kommen wir zu welchem Bauschritt? Bauschritt 8, damit ist man in der Anleitung 1 fertig. Und Bauschritt 9, da hat man dann so viel geschafft und beginnt dann das Ding fertig zu bauen. Ganz hinten drin, ihr habt es ja zuerst schon gesehen. Teileliste, 4000 Teile, untergebracht auf 2 Seiten. Teile komme ich dann noch drauf zu sprechen. Das sind die anderen Sets, die es aus dieser Welle hier noch gibt. Den Kollegen, das Handy spiegelt auf der Rückseite hier. Den habe ich noch, den zeige ich euch auch. Den habe ich auch, den zeige ich euch auch. Auf den freue ich mich schon. Auf das Review, es wird bestimmt cool. Den Zeugs, ich weiß nicht, ich habe mir überlegt, ich habe ihn schon im Angebot mal für 70 gesehen. Ich habe gedacht, ich nehme ihn mit, habe es dann doch nicht gemacht. Ja, vielleicht hole ich ihn mir mal gebraucht. Wir werden sehen. Das sind die Monster Mega Anleitungen. Ich lege die mal wieder hier zurück. Stickerbogen auch. Und dann kommen wir zum Modell selbst. Sollte ich da, ich glaube, ich stelle es weg. Ihr seht ja, hier sind nur die Anleitungen, so habe ich einfach mehr Platz. Seht hier hinten dieses Rädchen, dem kann ich lenken. Und der lenkt auch recht gut. Wendekreis ist nicht wahnsinnig viel, aber dadurch, dass beide wahnsinnig groß, wahnsinnig klein so, aber dadurch, dass beide Achsen lenkbar sind, ist es auch nicht ewig groß, also es passt. Man kann gut damit lenken. Es kann zwar nicht auf den Bierdeckel wenden. Ich glaube, der Wendekreis vom 42009 ist etwas geringer, aber auch der hier, also die 90 Grad Drehung schafft er hier auf dem Tisch und das sind, wenn ich es mal so sage, 50 Zentimeter. Also ihr müsst rechnen, einen guten Meter für eine Komplettwendung. Gab es bei Technik auch schon schlechter, auch in der Größe hier. Sind die richtig die großen Reifen? Die sind auch beim 42030 Volvo Radlader verbaut. Die Felgen hier in Rot kamen, glaube ich, so nochmal beim Class Xerion vor, beim 42077er Rally Car auch noch. Sind die, die mir jetzt spontan einfallen. Ihr habt es schon gemerkt, das Ding dreht hier mit, der Kranaufbau. Wenn ich hier lenke, mal ist der Schwenker größer, mal kleiner. Die Funktion ist eigentlich motorisiert. Ich drehe es mal kurz rum. Man kann es hier das schon mal einstellen. Dann ist es nicht mehr so extrem groß, dass der hier hin und her schlenkert. Aber er bewegt sich doch mit. Ja, ist okay, denke ich. Die meisten stellen ihn entweder eh in die Vitrine oder man spielt wirklich damit und ich glaube, da ist das auch zu verschmerzen. Es wirkt sogar recht lustig, wenn das Ding jetzt so mitschwenkt. Hat irgendwie was Cartoon-mäßiges, weiß nicht, ich mag Cartoons recht gerne, deshalb ist das auch für mich jetzt hier in Ordnung. Ansonsten, ihr seht hier eine Leiter schon und ihr seht hier die Klappe. Da habe ich mir auch im Nachhinein gedacht, den Aufkleber hätte ich nicht drauf machen sollen.
denn der Grauton ist nicht ident mit dem Grauton vom Panel. Leider. Man kann das hier jedenfalls aufmachen. Hier drin ist eine kleine Schachtel. Kann man auch rausnehmen und da drin sind, ich wollte schon sagen, Hammer und Sichel. Wir reden hier nicht über Politik und auch nicht über Staatsformen. Geschichte vielleicht mache ich, wenn ich euch die Bismarck zeige, dann ein paar Gedanken zur Geschichte, aber hier eher nicht. Also das Werkzeug ist dabei. Kommt wieder rein und wieder zu. Passt. Front schön gemacht. Hintere Teil auch schön gemacht. Ihr seht hier die Stützen. Wir können die gleich auswandern. Das Ding ist ja komplett motorisiert. Ich habe es ja jetzt eh schon etwas auf die Seite geschoben. Ihr seht hier, das bewegt sich mit. V8, auch das Lüftrad dreht sich mit. Das ist cool gelöst. Hier haben wir noch einen Ölfilter. Ich zeige euch das mal so. Das ist auch recht nett gemacht. Federung hat das Modell übrigens keine. Das, was ihr hier seht, wenn ich das so halte, das ist vom Gewicht von dem Oberteil her einfach, dass das sich durchbiegt. Wir haben ja keine Federung. Ihr habt es vielleicht schon gehört gerade. Wenn ich vorwärts fahre, habe ich hier kein Problem. Ja, beim Vorführeffekt funktioniert natürlich nicht. Normalerweise habe ich, wenn ich hier lenke und zurückfahre, knackst es bei mir bei der Hinterachse. Ich weiß nicht wirklich warum, bei der Vorderachse ist das nicht der Fall. Es knackst hier hinten, ich habe alles nachkontrolliert, ich habe es, denke ich, doch richtig gebaut. Weiß jetzt nicht, warum es bei mir knackst. Es knackst. Schreibt mir am besten mal in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Würde mich jetzt interessieren, aber es ist jetzt auch kein Grund, das Modell deshalb negativ zu bewerten. Front habe ich euch gezeigt. Hier die Lichter, das ist recht nett gemacht. Die Aufkleber habe ich drauf gemacht, wie ihr seht. Und hier auf der anderen Seite haben wir auch nochmal einen Hebel zur Auswahl, dann für die Stützen, wieder eine Leiter. Und auch das hier kann ich wieder aufklappen. Ihr seht schon, Chains sind hier drin, also diese kleinen Ketten. Ist ein nettes Detail, passt wunderbar, gefällt mir gut. Wir schauen uns mal kurz den Unterbau an. So, jetzt sind wir auch schon, das hätte ich euch fast vergessen zeigen. Das sind die Platten, die sind wichtig hier. Zeige ich euch gleich noch. Die liegen hier vorne in dieser Vertiefung drin. Zeige ich euch auch gleich. Aber zuerst, wie gesagt, komme ich auf den Unterbau zu sprechen. Die Lenkung funktioniert so. Es ist die typische Lenkung, immer mit dieser Zahnstange. Über Zahnräder wird das Ganze hin und her gewechselt. Ihr seht hier die Schalter zum Umschalten. Das sind die, wenn ich hier oben den verstelle, den hier, verstellt sich der hier in der Mitte. Das passt, das ist okay. Die Farben, ihr habt es gesehen. Warum grün? Orange noch irgendwie verständlich als Akzentfarbe. Rot-schwarz, muss man sagen, okay, orange kann man vielleicht nur übersehen. Und es erleichtert das Bauen. Bei grün ist mein Verständnis irgendwie nicht mehr ganz vorhanden. Aber man sieht es Gott sei Dank von außen nicht. Wenn man es so hinstellt, ist das Ding wirklich schwarz, grau, rot, Ende. Blauen Achsen. Gelben Achsen, blauen Pins, gelbe Achsen. Klarer Fall haben wir immer noch. Ich werde hier eher wenig über blaue Pins mich aufregen. Es ist schon so lang bei Technik, wir können es nicht mehr ändern. Die es extrem stört, die bestellen sich ja eh die schwarzen Dreierpins nach Bricklink oder von anderen Seiten. Mich stört es jetzt nicht so extrem, nur bei einem Set habe ich es gemacht, das war beim Land Rover hier. Ich zeige euch das mal kurz. Ich gehe auch beim Land Rover Review nochmal drauf ein. Da habe ich die hier. Bin ich bei der richtigen Stelle? Da habe ich die hier ausgetauscht gegen schwarze. Das gehören ursprünglich blaue. Egal, es geht ja hier um dieses Set. Ich glaube, das Review wird wieder etwas länger.
Aber es ist bei so einem Riesenteil einfach der Fall. Es gibt ja auch mehr zu zeigen. Ihr seht hier nur noch was Gelbes durchschimmern. Das ist das Einzige, was man von innen durchschimmern sieht. Und damit kann ich leben. Ich kann damit leben. Ich bin zufrieden damit. Das muss, glaube ich, jeder für euch, für sich selbst entscheiden. Die Dinger hier sind auch dabei. 4 Stück. Diese Platten. Ich zeige euch jetzt nämlich auch, wofür die Platten gut sind. Nämlich. Oder ich zeige, soll ich euch zuerst die Funktion fertig zeigen? Ich zeige euch zuerst die Funktion fertig. Also die Details, so nicht die Funktion. Wir haben hier diesen Kranaufbau. Hier etwas zurücklaufen, sieht man es besser. Der sie, wie gesagt, drehen lässt. Hier Außenspiegel, das ist recht nett gemacht, die Verkleidung hier. Hier ist mir das Loch ein Ticken zu groß, aber das passt. Das ist okay hier. Könnt es vielleicht ein bisschen besser lösen. Ich wüsste zwar jetzt nicht, wie auf die Schnelle. Vielleicht gibt es Mocker, die haben den Übergang hier besser hingekriegt. Ich bin mit der Lösung auch recht zufrieden. Hinten der schwarze Teil, das gefällt mir recht gut. Ihr seht hier schon die Batteriebox. Ich werde hier fast erschlagen, aber es geht ja hier um die Batteriebox. Dann geht es hier so weiter. Wir haben hier, das gefällt mir recht gut, die Lösung. Hier ist wieder ein nettes Detail, der Feuerlöscher. Und hier das kann man öffnen. Man nimmt hier die Tür und die schwingt so seitlich auf. Ich zeige euch mal das Cockpit noch von innen. Ist auch recht nett gemacht. Wir haben hier die Kontrollen, Kontrolltafeln. Das ist ein Aufkleber. Dreht sich das Rädchen mit? Nein, das Rädchen dreht sich nicht mit. Und hier hinten haben wir nochmal einen kleinen Hebel, den wir verstellen können. Das passt, ist okay. Kontrolltafel habt ihr gesehen, den Sitz hier hinten habt ihr gesehen. Ich zeige es euch vielleicht nochmal aus dieser Position hier. Also es ist recht nett gemacht. Wo wir gerade beim Aufbau waren, ich mache das hier mal wieder zu. Das hier ist der Arm, ist der Aufbau aus der Vogelperspektive. Seht hier schon die Funktion. Ich nehme das Modell mal so, das dürfte hier schon fast aus dem Bild sein. Ich wette, das ist aus dem Bild. Seht hier die Rutschkupplung, hier könnt ihr den Motor ein- und ausschalten, da ist kein Schalter dazwischen. Ihr hört schon den sonoren Sound des L-Motors, der ist direkt hier drunter verbaut. Könnt die Klappe hier auch öffnen. Dann seht ihr den L-Motor. Hier ist auch das Kabelmanagement recht gut. Man macht nämlich die Klappe hier auf, dann legen die Kabel offen und macht sie wieder zu. Dann flattern die hier nicht so rum. Das passt, das ist die Klappe hier. So, und ich schalte das schon wieder ein. Ja, die Gummiringer hier, das habe ich nicht ganz verstanden, muss ich ehrlich zugeben. Die gehen auf die Antriebsachse vom Motor. Und diese Gummiringer, die haben sonst keine Funktion, finde ich jetzt. Wenn ich das richtig verstanden habe, bremsen die Dinger hier nur die Achsen, auf denen sich die Zahnräder bewegen. Ist das nicht eher kontraproduktiv? Sollte bei dem Modell nicht irgendwie geschmeidig glatt gehen? Ich weiß nicht, warum die Dinger hier verbaut sind, weil die spannen hier sonst nichts. Die gehen rein um die Achsen direkt runter, auf die Achsstopper, und das. Die einzige Funktion, die ich jetzt finde, ist, dass die Achsen bremsen. Sehe ich aber nicht wirklich, warum. Vielleicht weiß es einer von euch. Schreibt mir auch das bitte gerne in die Kommentare. Ich bin dankbar für jeden Kommentar und für jede Anregung, die ihr mir gebt. Hier die Rutschkupplung. Es geht direkt hier drauf auf die Seilwinde. Zu der komme ich auch gleich. Könnt hier die Funktion auswählen. Die gehen wir gleich durch. Der Schalter ist auf für Funktion. Das Warnlicht oben habt ihr schon gesehen. Hier geht es weiter, hier ist wieder eine Rutschkupplung drin. Es geht dann auf den Arm, der lässt sich nämlich ausklappen. Und die Winde hier ist auch cool. Zeige ich euch auch gleich den Arm. Vielleicht nach unten seht ihr die zwei Linearaktuatoren, heißen die Dinger. Das finde ich jetzt hier mal cool. Das ist farblich entspannt. Hier schwarz-rot, fertig. Oben umgelenkt, hier auf den Ausleger. Ausleger ist auch recht gemacht. Wir haben hier zwar keinen Metallhaken, aber ich denke, das Ding ist jetzt auch nicht so schlimm. Und ich habe ja noch einen Metallhaken in meiner Sammlung. Ich kann den easy austauschen. Mal schauen, vielleicht mache ich das auch mal.
So, und ich denke, wir können mit den Funktionen anfangen. Die werden eh lang genug dauern, vor allem die Stützen. Ihr könnt hier oben grundsätzlich auswählen, möchte ich die Funktionen vom Aufbau und vom Kranarm nutzen oder die unten vom Chassis. Ich klicke hier mal oder ich drehe den Schalter hier mal aufs Chassis. Und dann, das ist der, ja, kann ich das hier in den Schalter hier in die Position stellen und dann hier hinten einschalten. Und dann gehen hier die Stützen raus. So, die sollte man jetzt eigentlich so auf den Boden legen. Ich lege es aber so hin, weil sie dadurch etwas größer sind. Man hat hier wirklich noch Zeit, die hier drauf zu legen. Das ist kein Problem. Die haben auch ordentlich Saft. Also das passt schon. Die meisten werden, denke ich, das Review von Held der Steine gesehen haben. Es heißt, man kann den aufbocken, man könnte es auch wirklich, die Stützen hätten die Kraft. Ich halte das mal hier hinten hoch, also die knicken nicht ein hinten. Ist jetzt alles in der Luft. Ich mache es vielleicht nochmal umgekehrt, vorne auch. Jetzt habe ich hinten die Stützen drauf und halte das vorne mal hoch, also hier knickt nichts ein. Das passt, ich glaube, ich soll es etwas näher ranschieben an mich, weil der Fokus ein bisschen höher gestellt ist. Aber man kriegt das auch wieder. Also man bräuchte hier schon noch einen dickeren Stein, damit man das hochbekommt. Dadurch, dass dieser Teil in der Mitte einfach massiv runterdrückt, kann man das zwar hochheben. Seht schon, die Stützen heben sich, ohne dass die Räder den Bodenkontakt verlieren. Einfach weil das Ding in der Mitte echt schwer ist. Aber sonst, es passt. Mir gefällt es auch von der Optik so besser, wenn man die Teller hier, die Platten so hinlegt. Aber das kann ja auch jeder machen, wie er möchte. Ich drehe es mal kurz so hin. Hier auf der Seite habe ich jetzt den Schalter fürs Drehen. Das ist der gleiche wie hier. Hier kann man, so kann man übrigens die Stützen wieder einfahren. Den gleichen Schalter gibt es hier, wie gesagt, auch nochmal. Der ist jetzt für die Drehung und ich kann jetzt sagen, einmal bitte in diese Runde, in diese Richtung und einmal so hören, dann dreht er die Runde in die Richtung. Und wieder zurück. Das Ganze ist 360 Grad drehbar. Ihr seht hier übrigens auch, dass man hier die Richtung immer umkehren kann, direkt an dem Schalter. Denn der Motor hier geht immer nur ein oder aus. Also sonst normalerweise sind ja die Standard Power Functions Batterieboxen, die haben ja den Switch in beide Richtungen. Hier wurde das absichtlich so gemacht, dass man den nur in eine Richtung machen kann. Dafür kann man die Richtung direkt an den Funktionen ändern. Zum Modell selber wollte ich noch kurz anmerken, das ist vom gleichen Entwickler, der auch den Arox gebaut hat. Coole Geschichte, der Mann versteht sein Handwerk definitiv. So, die Funktion unten haben wir durch. Wir kommen zu den Kranarm-Funktionen. Und ich glaube, ich drehe euch den um. Ihr seht hier nämlich definitiv mehr Details, wenn ich den so herstelle. Die kann man übrigens alle drehen, sitzen hier auf einer Noppe, auf einem Pin, also ist das frei drehbar. Jetzt gebe ich hier oben den Schalter mal in die andere Position und kann dann hier über dieses Wählbrett, ich nehme den nochmal in die Hand, ich sage jetzt Wählbrett oder einfach über diesen Schalter hier auswählen, welche Funktionen ich betätigen möchte. Natürlich wieder in beide Richtungen. Ich denke, ich beginne mal mit dem Ausleger an sich. Das wird jetzt eh eine Weile dauern. Da muss der L-Motor, der muss da schon. Der muss schon Kraft haben da. Die zwei Linearaktuatoren drücken ihn rauf. Das sind noch die alten Linearaktuatoren, die kürzeren, nicht die langen vom Lied her. Und der geht schon hoch. Der wird das Bild sprengen, definitiv. Ja. Gleich sind wir oben. Puh. Schauen wir doch mal, wie groß wir hier schon
sind und wir liegen hier schon bei 69 cm. Das Ding geht hoch, das Ding wird gewaltig groß. Ihr habt es auch gesehen, man hat hier keinen richtigen Winkel von 90 Grad, das ist weniger. Man kriegt auch den Arm nicht ganz flach runter und auch nicht ganz kerzengerade in die Luft, aber ich denke, das ist verschmerzbar. Ihr habt ja hier den Schalter gesehen, on, off, off, also in dieser Stellung und on immer in die Richtung. Das wollte ich euch noch kurz zeigen. So, als nächstes gebe ich, glaube ich, gebe zuerst ein bisschen Schnur, damit man das ausfahren kann. Und dann geht das so. Es geht auch relativ schnell. Und ihr seht das, ich drehe den hier mal kurz. Es geht hier über die Antriebswelle, dann hier rüber und dann über die zwei Spulen. Und ihr seht, dann über diese zwei, ich weiß gar nicht, wie die Teile jetzt heißen. Ja. So. Und die bewegen sich aber so schön hin und her. Dadurch, dass die sich so hin und her bewegen, wird die Spule immer schön aufgewickelt und wieder auch abgewickelt, ohne dass sich hier irgendetwas verknotet. Das finde ich wirklich gut gemacht. Hier hat man einen guten Mechanismus gefunden, vor allem den simplen. Ich hätte auch nicht, ehrlich gesagt, nicht gedacht, dass das so smooth funktioniert, muss ich sagen. Bewegen sich wirklich immer schön mit dem Kabel hin und her und das wickelt sich dann wirklich entspannt rauf. Oder auch ab, je nachdem, welche Richtung man haben möchte. So, ich gebe den mal hier hin und wir nehmen die letzte Funktion, die wir hier noch übrig haben, nämlich den Ausleger hoch. Der Ausleger ist nicht wie beim 42009 zweistufig ausfahrbar, sondern wir haben hier nur eine Stufe. Dazu wird die Kraft hier über diese Stangen da nach oben übertragen, hier umgelenkt und gehen auf den Ausleger hier. Und das zeige ich euch jetzt. Gehen wir ein bisschen weiter. Ja. Ich glaube, auf die Stützung verzichten wir mal. Also zu den Stützen aber vielleicht noch, fahren es gleich weiter aus. Also die halten schon was. Wenn man die hintut, also der kippt dann schon weniger leicht um. Wenn man jetzt hier den, was weiß ich, in einem 30 Grad Winkel hat, dann direkt so auf die Seite stellt und komplett ausgefahren hat. Also der könnte kippen durch die Stützen, tut das aber weniger. Ich weiß jetzt gar nicht, ab welchem Gewicht er kippt und ab welchem Grad. Das kann ich jetzt hier auch nicht zeigen. Dafür reicht hier einfach der Platz nicht aus. Aber jetzt sollte man eine Idee davon bekommen, wie das Ding grundsätzlich funktioniert. Der geht auch heuer vom Markt. Wenn ihr einen haben wollt, holt ihn euch. Das Ding ist Gold wert. Keiner Appell für dieses Lego-Set. Und der geht hoch. Ich glaube, der ist bei euch schon aus dem Bild. Ich denke, dass wir das nicht... Yep. So, jetzt haben wir es. Ich fahre vielleicht ein Ticken zurück. Ja. Sieht man hier rein? Nein, ich glaube rein sieht man nicht. Vielleicht auf der anderen Seite. Ich drehe es mal kurz. Jetzt muss ich vielleicht jetzt eben aufstehen. Mal schauen. Ja, der ist eindeutig am Ende. Der ist eindeutig am Ende. Ja, passt. In der Höhe sind wir jetzt. Ich glaube, ihr seht das nicht mehr wirklich. Ich messe das jetzt aus. Die Verpackung sagt 1 Meter. So, professionell vermessen und gibt es vielleicht etwas hier hin. Das muss ja alles korrekt ablaufen. Ich messe es jetzt wahrscheinlich schon zum dritten Mal. Leute, ich kann euch sagen, die Angabe auf der Verpackung stimmt nicht ganz. Sie irrt sich nämlich um 2 cm. Das Ding fährt sage und schreibe 102 cm aus. Nicht 100, sondern 102 in diesem Extremtest von mir. Gerade Extremtest, hust, hust. Ich habe es einfach ausgefahren, aber 102 cm und ich muss ehrlich sagen, ich bin baff. Ihr seht das Ding wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich rutsche hier mal etwas zurück und hebe es mal hier runter. Damit sollten wir wieder in der Nähe des Kamerabildes sein. Das Ding ist ein Wahnsinn. Das Ding ist riesig. Ich weiß gar nicht, was ich hier dazu noch sagen soll.
Ja, also für den Preis 4000 Teile, das Ding wird über einen Meter groß. Bauspaß, Elektrik ist dabei, also die Motoren, Einmotor, Batteriebox, Funktionen en masse. Das Ding ist Gold wert. Absolut, das Ding ist richtig, richtig cool. Die einzigen zwei Dinge, die man bemängeln, drei Dinge wären es eigentlich, die man bemängeln könnte. Vier, also nämlich der Ausleger, also wenn man den wirklich komplett ausgefahren hat, also ich würde hier nicht mehr wirklich viel was dranhängen. Ihr seht, das Ding biegt sich extrem. Das Ding biegt sich einfach, also wirklich, sieht nicht sehr gesund aus und da lösen sich dann auch hier die Platten. Ich drücke die mal wieder gerade, also ja, es ist halt nur ein dünnerer Ausleger. Ich würde den zu Showzweck und so, könnt ihr ihn ruhig auswählen. Also ihr könnt auch ein kleinere Gewichte dranhängen. Das vertragt das Ding schon, aber jetzt hier, was weiß ich, ein Kilo dran zu hängen, das macht keinen Sinn, glaube ich. Oder auch einen halben. Dafür ist er nicht gemacht, definitiv nicht. Ja, dafür ist er einfach nicht gemacht, das kann ich hier dazu nur sagen. Und ansonsten, also wenn man unbedingt eine Federung haben möchte, könnte man das kritisieren, obwohl ich sie jetzt hier nicht vermisse. Also ich denke mir, die Stützen bocken das nicht ganz auf. Hätte ich jetzt hier noch eine Federung, würde er wirklich wild rumschwenken. Deshalb muss hier für mich keine Federung verbaut sein. Stützen, ja. Mein Gott, kauft euch hier die Scheibe, so eine Platte am besten noch. Vier Stück sind es hier, also kauft sich die noch 16 Mal nach, das sind vielleicht 5 Euro, mit Versand 10 Euro. Schießt das Ding für 150, kauft euch für 10 Euro die Platten nach. Und dann könnt ihr das Ding richtig, richtig aufbocken. Also wenn ich hier zwei Platten drunter stelle auf einmal, also damit ist das Ding definitiv in der Luft. Ist, glaube ich, zu verschmerzen, wenn man hier nochmal was ausgibt. Wenn man es nicht ausgibt, also man. Das Ding fährt weiter, trotz den Stützen. Aber ist jetzt für mich kein Mega-Kritikpunkt. Ich bin froh, dass ich das Set habe. Ich finde die Ideen cool, auch wie man hier die Schräge und so weiter gelöst hat. Auch auf der Seite wie gesagt, man könnte das Loch. Tätlicher Angriff auf meine Frisur. Man könnte das Loch hier vielleicht noch etwas kleiner machen. Es ist Technik. Man kann nie bei Technik alles verschließen. Es ist ja auch beim Bugatti und bei Porsche so. Bin neugierig, wie das Supercar von heuer so aussehen wird. Soll ja auch im Sommer jetzt kommen. Bin schon gespannt. Aber so zum Modell. Also ich finde es klasse. Generell, falls sich manche vielleicht wundern, ich stelle ihn mal so hin. Warum ich hier so wenig kritisiere. Das Pendeln hier macht mich nervös. Warum ich hier so wenig kritisiere. Ich kaufe mir nur die Sets, die mir gefallen. Also Sets, die ich nicht gut finde oder die mir nicht gefallen. Aus welchen Gründen auch immer. Weil die Farben vom Modell nicht gut sind, weil es zu wenig Funktion hat, weil es zu teuer ist, etc. etc. Die Modelle kaufe ich mir nicht. Die kann ich euch dementsprechend hier auch nicht vorstellen und dann drüber lästern. Das ist es. Ihr seht hier bei mir also nur Modelle, die ich cool finde, die mir gefallen und die ich in meiner Sammlung haben möchte. Und dazu gehört der Kollege hier definitiv dazu. Ich glaube, einfahren werde ich die Dinger hier jetzt nicht mehr. Den stelle ich ja dann wieder hinter. Deshalb erspare ich euch mal die nächsten 10 Minuten, das Ding wieder einzufahren. Aber zeigen kann ich euch noch hier hinten. Den Teil, man kann hier den schwarzen Pin nämlich rausziehen. Der ist hier in, glaube ich, Orange und den Schwarz und den Rot dabei. Warum man nicht gleich alles in Schwarz gemacht hat, ich weiß es nicht. Aber naja, und dann könnt ihr das hier so aufklappen. Gebt nochmal einen Blick auf den Motor frei und hier auf die Batteriebox. Da zieht ihr einfach die zwei Teile hier raus und dann kann man die Batteriebox rausnehmen und ihr könnt die Batterien wechseln. 6 AA Batterien, standardmäßig, denke ich. Hier vorher nochmal einen Blick rein. Es wird hier umgelenkt nach unten. So, jetzt pendelt das direkt euch vor der Nase rum, ich halte es mal so. Also es wird hier nach unten das Chassis umgelenkt. Und ich glaube, ich habe euch hier wirklich alles gezeigt, was man zu diesem Modell
zeigen kann, was ich dazu sagen kann. Fazit, ich bin zufrieden, dass ich ihn habe. Ich finde ihn cool. Das habe ich, glaube ich, schon mehrmals erwähnt. Und damit will ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen oder aufhalten. Kaufempfehlung von meiner Seite. Er ist noch im Markt verfügbar, immer noch für 160, 450 Euro. Ihr könnt ihn euch holen, wenn ihr wollt. Ich denke, er wird so wie der 42er, 56er Schaufelradbagger Ende dieses Jahres auslaufen. Kam ja im Sommer auf den Markt. Ich denke nicht, dass er jetzt schon zu Sommerbeginn dann, also mit dem neuen Leo-Katalog, ich habe jetzt hier den alten nicht, dass er mit dem neuen schon direkt nicht mehr gelistet sein wird. Aber spätestens zu Weihnachten, denke ich, ist dann Schluss für dieses Modell hier. Ist das letzte große aus der Power Functions Ära. Wie gesagt, wenn ihr es haben wollt, holt es euch. Es ist sein Geld definitiv wert. Ich glaube, es ist auch bei 230 Euro immer noch ein guter Deal. Oder für 200 Euro ist eine Menge Geld, klar. Aber die 150, für die ich ihn gekauft habe, ist er definitiv wert. Und ich kaufe mir nicht alle Wochen ein neues Set, sondern alle Monat mal, jedes Monat mal. Spar immer wieder dazwischen. Den habe ich, boah, wann habe ich den gekauft? Ich glaube, den habe ich letztes Jahr im Sommer gekauft, nach meinem Geburtstag. Und den habe ich jetzt ein gutes halbes Jahr original verpackt, noch bei mir daheim so stehen gelassen. Und im Winter habe ich mir dann die Zeit genommen, das Teil zu bauen. War eine nette Beschäftigung. Ja, ich glaube, ich will das Review jetzt hier nicht unnötig noch in die Länge ziehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen, kommentiert recht fleißig und das ist eigentlich alles von mir. Jetzt für diesen Moment mal, ich schiebe die Platten hier nochmal ins Bild, vielleicht die Stickerbogen und die Bauanleitungen nochmal herlegen, damit das einen gesamtstimmigen Abschluss hat und wünsche euch dann alles Gute, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns hoffentlich wieder. Macht's gut, ciao, bis bald.